Einen wunderschönen guten Nachmittag. Für euch alle Nummer 290. Heute ist Mittwoch. Mittwoch, der 20. Januar 2021. Heute an diesem schönen Nachmittag. Die Sonne scheint so ein bisschen schräg hinein. Geht es natürlich weiter mit Heinrich Heine. Deutschland, ein Wintermärchen. Kaput 1, Eierpupaya vom Himmel. Kaput 2, Bijouterien. Kaput 3, Aachen. Kaput 4, Köln. Kaput 5, Vater Rhein. Kaput 6, der stille Begleiter. Kaput 7, Traum. Kaput 8, Mülheim und die Franzosen. Kaput 9, deutsches Essen. Kaput 10, Westfalen. Kaput 11, Teutoburger Wald. Kaput 12, mit Wölfe. Kaput 13, Herr Jesus. Kaput 14, Barbarossa 1. Kaput 15, Barbarossa 2. Kaput 16, Barbarossa 3. Jetzt also Kaput 17. Ich habe mich mit dem Kaiser gezankt im Traum. Im Traum, versteht sich. Im wachenden Zustand sprechen wir nicht mit Fürsten so widersetzig. Nur träumend, im idealen Traum, wagt ihnen der Deutsche zu sagen, die deutsche Meinung, die er so tief im treuen Herzen getragen. Als ich erwachte, fuhr ich in einem Wald vorbei. Der Anblick der Bäume, der nackten, hölzernen Wirklichkeit verscheuchte meine Träume. Die Eichen schüttelten ernsthaft das Haupt, die Birken und Birkenreiser, sie nickten so warnend und ich rief: Vergib mir, mein teurer Kaiser, vergib mir, o Rotbart, das rasche Wort, ich weiß, du bist viel weiser als ich, ich habe so wenig Geduld, doch komme, du bald mein Kaiser. Behagt dir das Guillotinieren nicht, so bleibt bei den alten Mitteln. Das Schwert für Edelleute, der Strick für Bürger und Bauern in Kitteln. Nur manchmal wechsle ab und lass den Adel hängen und Köpfe ein bisschen. Die Bürger und Bauern, wir sind ja alle Gottes Geschöpfe. Stell wieder her das Halsgericht, das peinliche Karls des Fünften, und teile wieder ein das Volk nach Ständen, Gilden und Zünften. Das alte heilige römische Reich stellt's wieder her, das Ganze gib uns dem modrigsten Plunder zurück mit allem Firlefanze. Das Mittelalter immerhin, das wahre wie es gewesen, ich will es ertragen, erlöse uns nur von jenem Zwitterwesen, von jenem Kamaschenrittertum, das ekelhaft ein Gemisch ist von gotischem Wahn und modernem Lug, das weder Fleisch und Fisch ist. Jag fort das Komödiantenpack und schließe die Schauspielhäuser, wo man die Vorzeit parodiert. Komme du bald, o Kaiser. Na, das hätte doch der Heinrich Heine mal aussprechen sollen in der heutigen Zeit. Jetzt, da wäre er ja von einigen erhört worden. Heiner Müller hat ja mal in einem Interview gesagt, sinngemäß, man solle doch die Theater mal ein Jahr schließen. Dann hätten wir unser Theater. Das Problem, denke ich, bei dieser ganzen Geschichte jetzt mit diesem Virus ist ja, dass es eben so, ja, es war mal zu, dann eben wieder auf und dann jetzt ist es wieder zu und wird vielleicht dann eben hoffentlich wieder aufgemacht. Aber Radios, Fernsehen, Streamingdienste liefen ja weiter. Also ich vermute so richtig dolle, die sowieso ins Theater gehen,
das vermisst. Aber die anderen, die wir so kriegen wollen, ja, die haben es dann eben doch nicht so vermisst. Ja, weil es gab ja noch genug, was sie machen konnten. Und deshalb ist das mit diesem einem Jahr bitter natürlich, aber dann würden die Leute das, glaube ich, mehr spüren. Das ist kein Vorschlag. Es ist kein Vorschlag, um Gottes Willen. Aber man kann ja mal drüber nachdenken, was da passieren würde. Ich wünsche euch mit Sonne durchmischt und diesen Gedanken einen schönen Mittwoch und sage bis morgen.